Hallo, grüß euch. Im folgenden Video erkläre ich kurz den ARC Catalog als Teil vom ARC GIS Paket anhand der Beispieldaten da von der BOKU Einführung in GIS. Und ich erkläre einfach kurz, wie der funktioniert und wofür der eigentlich gut ist. Also warum man extra wieder ein Programm braucht zur Datenverwaltung in GIS. Es ist immer sinnvoll, sich GIS-Projekte in Ordner zu sortieren. Ich habe da zum Beispiel jetzt noch Aufgaben einfach Ordner gemacht. Und innerhalb dieser Aufgabe 1 habe ich die Geodaten reingeladen, also die habe ich von Internet die ZIP-Datei runtergeladen, diese entpackt und dann habe ich da den Ordner mit den Geodaten von dieser Aufgabe. Und wenn wir da jetzt reinschauen, sieht man, dass das ein gescheiter Haufen an Daten ist und das schaut ein bisschen verwirrend aus und man fragt sich auf den ersten Blick, was soll das eigentlich alles? Ihr seht, ein Shapefile besteht immer aus mehreren Daten. Also das ist alles die Bezirke Oberösterreich-Datei, aber eben in Wirklichkeit ist das halt aufgeteilt in mehrere Dateien und im Windows Explorer sieht man das auch. Das gleiche gilt auch für Rasterdateien, die bestehen auch immer aus mehreren Sachen. Das macht die Verwaltung ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich würde das gerne umbenennen, dann müsste jede einzelne dieser Dateien exakt gleich umbenennen und wenn ich eine falsch benenne, dann versteht das GIS nicht mehr, dass das zusammenkehrt. Also das ist ein bisschen schwierig. Dazu gibt es eben den ARC-Catalog. Ich habe den da jetzt schon aufgemacht. Und beim ARC-Catalog, bevor man da jetzt loslegen kann, also wir haben da links so eine Baumansicht und rechts eben so eine normale Ordneransicht sozusagen. Und bevor ich meine Daten jetzt sehe, muss ich mir den Ordner dazu verbinden. Also der hat nicht automatisch alle meine Windows-Ordner da drinnen, sondern ich baue eine sogenannte Folder-Connection. Die ist da links. Und entweder ich klicke da oben auf den Knopf Connect to Folder oder ich kann da Rechtsklick sagen und auch Connect to Folder. Ihr seht, das ist genau das gleiche. Und da klicke ich mal drauf und dann suche ich mir den Ordner. In meinem Fall, ich habe das einfach am Desktop liegen. Und ich suche mir eben meinen Beispielordner Aufgabe 1. Klicke da einfach drauf, dass der Ordner, den ich mag, angewählt ist. Ihr seht da den Pfad nochmal und sage okay. Das heißt, jetzt habe ich da in meinen Folder Connections genau meinen Aufgabe 1 Ordner drinnen. Und jetzt kann ich da auf zwei Arten navigieren. Entweder ich gehe da in der Baumansicht, kann ich diese Sachen ausklappen und dann sehe ich eben alles. Oder ich kann da in der Inhaltsansicht, also Contents, kann ich ganz normal auf die Ordner doppelklicken, sozusagen wie im Windows Explorer. Und ihr seht, wenn ich da jetzt auf der Ebene bin, also und vor allem wenn ich links da auf die Ordner draufklicke, zeigt es mir rechts den Inhalt auch. Also so kann man sie da durchnavigieren. Und ja, wir sehen da schon, da schaut jetzt dieser Datenhaufen wesentlich anders aus. Nochmal zum Vergleich, wie das unter Windows ausschaut. Also ihr seht, unter Windows wäre Bezirke OÖ das alles. Und der Sinn vom ARC-Catalog ist vor allem, dass er eben die GIS-Daten ordentlich darstellt und man mit denen auch mehr arbeiten kann. Also das wäre jetzt da dieses Shapefile Bezirke Oberösterreich, wie das dann das GIS versteht. Was wir auch haben, ist eine kleine Vorschau. Sprich, wir sehen anhand vom Symbol da links, dass das ein Polygon-Shapefile ist, das wäre ein Punkt-Shapefile und das wäre ein Linien-Shapefile. Und dieses Symbol heißt, dass wir da eine Rasterdatei haben. Zusätzlich steht es da im Dateityp auch noch. Also ARC-Catalog erleichtert mir die Darstellung und Verwaltung. Worauf man achten muss, ARC-Catalog ist kein Windows Explorer und er zeigt nur Daten an, die er auch versteht, also die das GIS versteht. Wenn ich zum Beispiel in den Ordner Beschreibung statistische Daten gehe, da habe ich jetzt zwar einen Ordner, aber es ist relativ leer und dieser Metadatenordner ist auch leer. Wenn ich mir das hingegen im Windows Explorer anschaue, den gleichen Ordner statistische Daten, sehen wir da also PDF drinnen und da sind ganz viele PDFs drinnen. Und PDF ist einfach ein Dateiformat, mit dem GIS nichts anfangen kann und deswegen wird das einfach ignoriert. Also darauf müsst ihr achten. Also ARC-Catalog zum GIS-Daten verwalten, nicht für andere Daten. Was noch interessant ist, ich kann hier drinnen eben Daten umbenennen, einfach halt zweimal draufklicken und dann macht er im Hintergrund, würde er eben wirklich alle dazugehörigen Daten umbenennen. Man kann dann eben auch hier drinnen Daten verschieben und so. Also es ist sehr empfehlenswert, wenn ihr was umbenennt oder verschiebt, verwendet den ARC-Catalog. Ansonsten passieren sehr, sehr leicht Fehler und das ist dann frustrierend. Was wir noch haben, ist eine Vorschau. Also hier haben wir gerade da in dem Bereich die Inhaltsansicht, was da für Daten liegen. Ich kann aber auf Preview klicken und dann gibt er mal, wenn ich links der Datei anwähle, gleich mal eine Vorschau, wie das ungefähr ausschaut. Mein Computer blockt jetzt ein bisschen. Ja genau, also jetzt habe ich da links, habe ich die Bezirke Oberösterreich, dieses Shapefile angewählt, da auf Preview klickt und dann sehen wir eben, aha, so schaut das aus, ergibt Sinn, wir sehen Oberösterreich mit den Bezirken.
Gleiches gilt für den Hauptorten, das sehen wir eben, das ist ein Punkt-Shape-File. Das sind ganz einfach nur die Punkte. Und die Gewässer sind eben dann die Fließgewässer in Oberösterreich. Für Raster sollte das auch funktionieren. Ja, genau. Ihr seht's. Also das ist auch ein Vorteil vom R-Catalog. Man kann quasi kurz reinschauen, was das Ganze ist. Für die, die die Einführung in GIS machen an der BOKU, ist dann später nur natürlich die Description interessant. Description ist, wo wir die Metadaten finden. Also die Daten über die Daten. Das quasi in diesem Datensatz für diese eine, für dieses Shapefile ist ein extra eine Datei drinnen, die ein bisschen was beschreibt. Also da steht dann drin, nicht nur eben der Dateiname Bezirkshauptorte OÖ, sondern das nochmal schöner ausgeschrieben. Man kann da Forscherbild reingeben. Es gibt so Tags. Es gibt eine kurze Beschreibung, was das eigentlich ist. Sehr wichtig ist die Credits. Also wer hat das gemacht? Wer hat quasi die Rechte dran? Steht dann auch unten. Also das sind die sogenannten Metadaten unter dieser Description. Und die können wir auch bearbeiten. Wenn man da auf Edit klickt, dann kann man da reinschreiben. Und bei der dritten Aufgabe in der Einführung von GIS ist das auch zu tun. Spätestens mit den Daten, die man selbst erzeugt. Gut. Vielleicht nur ein paar Sachen kann das Ding, das R-Catalog schon ähnlich wie Windows Explorer. Man kann Ordner anlegen, indem man einfach, wo man den Ordner hin mag, rechtsklickt. Und dann auf New und dann geht eben Ordner. Es gibt da eine Reihe von anderen Sachen. Auf die Art kann man zum Beispiel neue Shapefiles erzeugen, Geodatenbanken und so, aber das macht man ohnehin im Rahmen der Übungen. Also so viel zu den Basics vom ARC-Catalog.